Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich steige auch mal beim Kollegen Stresser ein, weil Sie haben aus der Gesetzesbegründung von 2014 ja zitiert und die Begründung eines Gesetzes liest sich immer relativ komplex. Das liegt aber daran, dass so eine Gesetzesbegründung dazu dient, Rechtssicherheit zu schaffen. Und genau die haben wir mit dem Hochschulzukunftsgesetz in dieser Frage geschaffen. Aber nicht nur das. Wir haben insgesamt den Hochschulstandort Nordrhein-Westfalen vorangebracht. Wir haben ihn zukunftsfähig gemacht. Und wir haben ganz besonders auch die Rechte der Studierenden in den Blick genommen. Wir haben die Rechte der Studierenden mit diesem Gesetz geschärft. Wir haben grundsätzlich Gruppenparität in den Senaten eingeführt, Studierenden durch Studienbeiräten eine starke Mitbestimmungsmöglichkeit für die Prüfungsordnung ermöglicht. Wir haben die Hochschulen zum Studienerfolg verpflichtet, die allgemeine Anwesenheitspflicht abgeschafft, Interessensvertretungen für studentische Hilfskräfte geschaffen und Möglichkeiten geschaffen, um die Prüfungsbelastung zu reduzieren und damit die Studierbarkeit von Studiengängen zu erhöhen. Und alle diese Verbesserungen wollen CDU und FDP zurückschrauben. Das finden wir unerhört. Meine Damen und Herren, im aktuellen Beispiel sprechen wir über die Anwesenheitspflicht, die Ausweitung der Anwesenheitspflichten. Wer sich die Debatten der letzten 10 Jahre vor Augen führt, der konnte eigentlich davon ausgehen, dass die Anwesenheitspflicht endlich tot ist. Aber mit Schwarz-Gelb erwacht dieser politische Zombie jetzt wieder. Und wir sind nicht einfach so davon ausgegangen, meine Damen und Herren. Wir sind nicht einfach so davon ausgegangen, sondern mit besten Gründen. Es gibt klare rechtliche Auffassungen, die gegen die Ausweitung von Anwesenheitspflichten stehen. Wir haben sie in unserem Antrag alle zitiert. Da ist die juristische Fachausarbeitung der Universität Duisburg-Essen vom 8. Dezember 2009. Da ist auch eine Ausarbeitung aus dem damaligen Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie vom 5. Februar 2010, die direkt an die Hochschulen im ganzen Land gegangen ist. Und der heutige Nebenerwerbswissenschaftsminister Pinkwart, damals noch im Haupterwerb, hat damals klargestellt, meine Damen und Herren, dass Anwesenheitspflichten einen klaren Eingriff in die Studierfreiheit darstellt. Und wenn Sie noch mehr juristische Ausarbeitungen brauchen, dann schauen Sie in die Gesetzesbegründung zum Hochschulzukunftsgesetz, so wie der Kollege Stresser das gerade getan hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich frage mich wirklich, wenn das Gutachten einer Universität, die Rechtsauffassung eines FDP-Wissenschaftsministers und das durch den Landtag beschlossene Gesetz für Sie nicht reicht, um zu belegen, wie mit Eindeutigkeit, wie mehrfach und über Jahre dargelegt wurde, wie die rechtliche Situation ist. Worauf warten Sie dann? Warten Sie auf eine päpstliche Enzyklika oder worauf warten Sie? Und dieser Anwesenheitszwang, den Sie ausweiten wollen, der bedeutet weniger Freiheit für die Studierenden und er bedeutet eben genau mehr Bürokratie für die Hochschulen. Und das alles, liebe Kolleginnen und Kollegen, macht der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in seinem Urteil klar. Anwesenheitspflichten sind ein Eingriff in die grundgesetzlich geschützte Berufsfreiheit der Studierenden. Ihre Festlegung bzw. Ausgestaltung müssen verhältnismäßig sein. Sie können nicht nach Belieben erfolgen, sondern sie brauchen einen klaren, rechtlichen und eindeutigen und nachvollziehbaren Rahmen. Und wenn eben keine Regelung in Zukunft mehr auf Landesebene besteht, dann muss jede Hochschule wieder für sich in ihren Prüfungsordnungen für Klarheit sorgen, was aber letzten Endes dazu führt, dass es fast gleichlautende Regelungen an allen Hochschulen geben muss, um eben diese Rechtsklarheit darzustellen. Das wird einen gigantischen bürokratischen Aufwand nach sich ziehen und da wird nichts entfesselt, da wird nur noch verknotet. Und Herr Kollege Stresser, Herr Kollege Dr. Berger hat in der Ausschussdebatte nur von Sinnen gesprochen, von wenn man sich mit Professoren unterhält und von Regelungen komplett kippen und eine andere Regelung finden. Und in dem Wortbeitrag des Kollegen fehlten aber die entscheidenden Worte. Rechtsprechung, Rechtssicherheit, Grundrechte. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es war nicht umsonst so, wie die Ausschussdebatte ausgegangen ist. Sie können ja bis heute nicht die konkrete Regelungslücke benennen. CDU und FDP wollen Freiheit für die Militärforschung, für die Wirtschaft, für die Rektorate, für Professoren, für alles Mögliche, aber eben nicht für die Studierenden.
Meine Damen und Herren, Freiheit an Hochschulen muss auch für Studierende gelten. Jede Studentin, jeder Student hat eigene Lernstrategien, hat auch private Verpflichtungen neben dem Studium. Wir wollen die Studierfreiheit bewahren, Studierende selbst entscheiden lassen, wie sie ihr Ziel erreichen. Uns liegt bei der Hochschulfreiheit auch die Freiheit der Studierenden sehr am Herzen. Und daher bitte ich um Zustimmung zu unserem Antrag. Herzlichen Dank.